Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Hier ist Chrissy von Streetshow Design und ich designe heute mal was komplett vom Grund auf, und zwar eine Plate für Twitter, also so ein kleines Werbebild für unser kommendes Gears of War Let's Play. Ich werde nämlich ab kommender Woche mit MC Reim im Koop Gears of War 4 spielen und das streamen wir dann auch auf seinem Channel, den Link gebe ich dann noch über Twitter bekannt. Und das soll natürlich auch cool aussehen. Ich habe hier schon einen Cornerbug designt. Sieht man jetzt hier oben. Der wird dann die ganze Zeit eingeblendet, damit ihr auch wisst, wo ihr uns folgen könnt. Und ich freue mich schon wahnsinnig auf das Spiel. Und jetzt überlege ich mir mal, was ich da für eine Twitter-Plate designe. Also ich habe selbst noch keinen großen Plan, wie das am Ende aussieht. Meistens gehe ich erstmal so vor, dass ich mir Assets reinziehe in das Projekt, die dazu passen. Und schaue halt dann, was sich so daraus ergibt. Ihr könnt mir gerne Fragen stellen, wir können über verschiedene Sachen reden. Vielleicht hat ja einer von euch schon mal das Spiel gespielt oder irgendeinen Vorgänger davon. Und ansonsten lehnt euch einfach zurück und guckt in Ruhe zu. Hier das Problem bei dem Bild ist, dass es halt von der Grundauflösung schon mal nicht 1920 war. Genau. Dann muss ich mir entweder ein anderes suchen oder kleine arbeiten. Mal schauen. Ich suche jetzt mir gerade Bilder raus, die zu dem Projekt passen. Sind leider nicht alle so hoch aufgelöst, wie ich erhofft habe. Das ist schön groß. Okay, mal sehen. Ich glaube, ich fange mal mit dem Bild hier an und schaue dann mal, was sich daraus ergibt. Gears Logo darf natürlich nicht fehlen. Und die Schriftart und den Text übernehme ich von dem Design, das schon fertig ist. Damit das auch alles schön zusammenpasst. Erstmal schauen, wie ich das Ganze anordne. Chromexalen brauchen wir da nicht. Erstmal alles auf selbe Größe bringen. Und dann schauen wir, wo das alles hinpasst.
So ist nie schlecht, wenn man einen komplett gefüllten Layer im Hintergrund hat. Falls man irgendwo eine Transparenz hat, kann es nämlich sein, dass man dann das Bild vom Hintergrund durchsieht oder dass es an der Stelle eben nicht transparent sein soll. Und hallo Klausuran, schön, dass du da bist. So, ein bisschen Text kommt noch dazu. Okay, wieso ist das jetzt so groß? Das hier war doch 140. Machen wir hier noch mehr Duplikat. Zockt jemand von euch Gears of War? Oder würdet ihr es gerne zocken, aber habt keine Xbox? Wobei es jetzt mittlerweile auch auf PC spielbar ist, weil ja Microsoft dieses Gameplay eingeführt hat, wo man viele gekaufte Spiele auch am Windows 10 Rechner zocken darf. So, wo bringen wir denn jetzt den ganzen Text hier unter? Was habe ich hier noch drin? Das kann ich mal löschen, hier ein bisschen Layer aufräumen. Cool wäre natürlich, wenn das Wort hier irgendwie hinter der Figur steht, aber so, dass man es noch lesen kann. Vielleicht so und dann nochmal hier auftrennen. Wo passt das jetzt hin? Denke, hier kann es gut sein. Muss ich dann den Charakter an der Stelle freistellen? Und das Ganze mal speichern, dass es mir nicht verloren geht. So viel Text. Will ich alles hier irgendwo unterbringen? Ja, ich könnte das hier drüber tun, wohl. Also ich werde auf jeden Fall die Frau spielen. Und der Co-Partner wird den hier spielen. Das ist der JD. Und dann könnte ich natürlich die Namen so anordnen, dass man gleich sieht, dass ich die hier spielen werde.
sehen, wie das hier gut ist. Welche Größe hat das jetzt? 112. Ich arbeite da einmal lieber mit geraden Zahlen. Wo schreiben wir das Wort mit hin? Das ist leider noch irgendwie nicht klar, wo ich das hin tun werde. Manchmal ist Designen einfach richtig viel rumprobieren, was halt gut aussieht und so ein paar Basics beachten. Irgendwie immer noch nicht. Probiere ich dann einfach mal aus, wenn ich hier freigestellt habe und da. Oh, das freut mich zu hören, dass es dir gestern gefallen hat. Ich könnte auch gerne heute wieder über irgendein Thema erzählen, wenn du mir was vorschlägst, was dich interessiert. Ich weiß ja nicht, ob du schon mal Gears of War gespielt hast. Ich habe da auf jeden Fall alle Teile schon gezockt und kenne halt auch ein paar Bücher. Comics gibt es auch noch. Und ich habe hier auch ein paar Actionfiguren stehen. Ein paar ist sogar 10 Stück habe ich. Und mittlerweile fallen denen aber auch die Glieder ab, weil wenn man die posiert, dann lockert sich das halt schon ein bisschen. Und jetzt hat zum Beispiel Marcus Fenix, die Hauptperson von den ersten 3 Spielen, kein Bein mehr. Das ist abgefallen. Aber ich dachte mir, das sind ja eh Kriegshelden und dann passt das ja noch ganz gut thematisch. Ich weiß auch gar nicht, ob man das mit einem Kleber irgendwie wieder festkriegt, weil das halt so richtig kleine Elemente sind von den Figuren. Also Gears of War ist so ein Third-Person-Shooter. Es geht ein bisschen um Krieg, aber eher so Sci-Fi-mäßig auf einem anderen Planeten spielt es. Und die Menschen wurden von den Locusts bedroht. Die Locusts sind so Gollum-artige Riesenmonster, die die Menschheit einfach auslöschen wollten. Und
Natürlich haben sich die Menschen das nicht gefallen gelassen und zurückgekämpft. Es ist ein Spiel ab 18, weil es eben um, keine Ahnung, Mensch, also es geht um Schießen und man hat hier, wie man da sieht, so Kettensägen. Das heißt, man kann die Gegner auch zersägen. Man kann nicht selber bestimmen, wie die Gegner aussehen, aber jetzt gerade, weil Halloween bevorsteht, gibt es im Online-Mode lauter, hat jeder Charakter so einen Kürbiskopf. Das sieht natürlich super lustig aus. Habe ich vorher mal gespielt und an den Kürbissen ist das Lustige, dass die natürlich super schön zerplatzen. Vor allem, wenn man sie snipert. Das Spiel hat auf jeden Fall die Deckungsshooter erfunden, weil davor hat man das eigentlich nicht so gemacht, vor allem nicht in Third-Person-Shootern. Und als Gears dann rauskam, hat es plötzlich jeder übernommen, sodass man halt immer in Deckung geht, um nicht vom Gegner getroffen zu werden. Es sieht auch immer lustig aus, wie die da so reinhüpfen in die Deckung. Und es war ein bisschen hakelig in den ersten Teilen, weil man da nicht gleich wieder aus der Deckung raus konnte, weil die Steuerung halt so hakelig ist. Und deshalb finde ich es gut, dass sie jetzt mal danach gebessert haben. Also im vierten Teil lässt sich das sehr gut steuern. Und ich weiß gar nicht, was diese Horror-Clone-Pranks sind. Bestimmt irgendein neues YouTube-Phänomen. Ich kann mir vorstellen, dass sich da irgendwer verkleidet. Solange halt irgendwie ein Gag was Lustiges ist und Leute irgendwie nicht gefährdet oder ihnen so einen großen Schrecken einjagt, dass sie einen Herzinfarkt kriegen. Also harmlose Jokes finde ich lustig, aber alles, was drüber geht, finde ich blöd. Wenn da natürlich welche verletzt werden, dann ist das nicht mehr. Dann ist es ja eigentlich kein Witz mehr, den man so macht, damit am Ende alle lachen. Das hat ja dann schon eher mit bösen Absichten zu tun.
Also solange ein Witz halt was Lustiges ist und ein Prank, dann bin ich immer dafür zu haben. Na, ich nehme wahrscheinlich das hier raus, weil ich hier schon das Logo habe. Und das hier rutscht noch ein bisschen zusammen. Man könnte hier natürlich auch noch das Live reinschreiben. Warum muss denn hier? Und das Ganze dann vielleicht kleiner. Boah, das hört sich ja schrecklich an, was da in Australien passiert ist. Das ist halt irgendwie doof, wenn die Leute, die den Prank versuchen zu machen, die sehen es ja, die wissen ja, dass es nichts Ernstes sein soll. Aber das ist ja dann wie ein Überfall. Das finde ich schrecklich. Ja, unnötig ist es auf jeden Fall. Ich finde auch so YouTuber, manche, die machen ja irgendwie so jede Woche einen Prank bei einem anderen Kumpel oder YouTuber und haben halt damit irgendwie ihren Fame oder versuchen es zumindest zu haben. Aber sobald halt man irgendwie eine andere Person verarscht oder die drunter leiden muss unter der Sache, da hört der Spaß auf. Mache ich hier mit diesem Wort Mittwoch? Soll ich das Mittwoch vielleicht ausschreiben? Und das hier rutsche ich noch hier rüber, dass es schön bündig ist mit dem oberen. Es ist immer ganz gut, mit so Hilfslinien zu arbeiten. Jetzt ist das Wort Mittwoch zu lang. Was mach mal da? Vielleicht. Das gefällt mir aber eigentlich so, dass das größer ist und das andere kleiner. Und nur Mittwoch so im I. Ist zu kurz.
Ich glaube, so sieht es ganz gut aus, wenn es transparent im Hintergrund steht. Weil das Wort ist halt lang. Ja, mal schauen. Ja, ganz genau, du sagst das Richtige. Es bleibt so lang ein Witz, wie wenn beide Seiten darüber lachen können, aber sobald halt einer irgendwie da irgendwie verletzt wird oder keinen Spaß dran hat, soll man es unterlassen. Mal schauen, in welcher Farbe passt der Balken denn am besten? Genau, irgend so was Dunkles hier von den übernehmen. Oder hier hatte ich mal so ein gutes Dunkelblau. Ups. Ich muss natürlich die Farbe hier kopieren, dass ich das einfärben kann. Nee, hell war es dann irgendwie doch. Irgend so ein leicht bläuliches Hellgrau kann ich mir vorstellen, aber es muss halt mit dem Blau sehr gut zusammenpassen.
Ja, das ist kein Problem. Bei mir wird auch gerade im Hintergrund Mittagessen gekocht. Ich habe gerade noch mal nachgeschaut, also die Abkürzung für Mittwoch ist MI, wobei mir das Wort einfach viel zu kurz ist, um es hier noch hinzuschreiben. Also lasse ich es wahrscheinlich doch groß, aber vielleicht in einer anderen Farbe, mal schauen.
super, das passt sich einfach nirgends perfekt an. Vielleicht lasse ich es auch einfach weg, das Wort. Das Datum steht ja schon hier. Bin schon gespannt, was ich heute für ein Essen kriege.
Hallo Slay. Ich habe hier im Hintergrund etwas Störgeräusche, weil mein Mittagessen zubereitet wird. Und uns fehlt noch ein Thema, über das wir heute reden. Hast du vielleicht schon mal Gears of War gespielt? Ah, das heißt, du hast den vierten Teil schon gespielt und wirst jetzt die anderen alle nachholen. Ich habe damals mit Teil 1 angefangen. Da war der aber schon ein bisschen länger draußen. Das heißt, da hat es nicht mehr so lange gedauert, bis dann Teil 2 endlich erschien. Und insgesamt hat mir alles immer sehr gut gefallen. Teil 3 kam ja dann ungefähr 2 Jahre später raus. Und es gab auch dieses Judgment Day, das ist dann sozusagen der vierte Teil, der rauskam. Aber der spielt ja zeitlich vor dem ersten sogar. Also falls ihr zu Gears of War irgendwelche Fragen habt, ich kann da euch da alles beantworten, weil ich eben alle Teile schon gespielt habe, großer Fan der Serie bin und auch von den Büchern welche gelesen habe. Nur die Comics, die warten noch auf mich. Ja, es ist super cool, dass man da Koop spielen kann, weil jeder eben eine Person nimmt und dann geht die Action los. Das ist auch cool, weil man an einer Konsole sozusagen im Couch-Koop das Spiel zu zweit dann durchzocken kann, also die ganze Kampagne. Und das hat man heutzutage ja nicht mehr so oft, leider. Ja, von den Comics gibt es glaube ich so an die 5 Stück. Und ich werde mir die demnächst mal anschauen und drüber berichten, ob die was taugen. Ah, krass ist es so, dass PC-Spieler jetzt mit Xbox-Spielern im Koop zocken können. Das ist ja ganz schön fortschrittlich so von Microsoft. Die wollen ja ihr Windows 10 eh so pushen. Und wenn das jetzt noch so ein Koop ist, das kenne ich bisher nur von Rocket League, dass das möglich ist, aber ist echt cool. Dann kann nämlich jeder auf seiner bevorzugten Plattform spielen. Und muss sich nicht alle Konsolen kaufen. Und das funktioniert einfach genauso wie wenn man eben wie wenn jeder eine Xbox hat, oder? Coole Sache. Hast du denn schon gesehen, dass man gerade wegen Halloween so ein
Modus spielen kann, wo jeder Charakter einen Kürbiskopf hat. Und wenn man dann den Gegner trifft, zerplatzt er so schön. Also ich fand das richtig lustig heute und habe es heute Vormittag getestet und will auf jeden Fall heute Nachmittag oder abends nochmal ein paar Runden spielen. Falls du Lust hast, kannst du ja da irgendwie einen Koop mit mir starten und dann machen wir da ein paar Runden. 5 gegen 5 ist das immer. Und ich weiß gerade nicht, wie der Modus heißt, aber es ist eindeutig als Halloween-Content gekennzeichnet und gibt es auch nur für kurze Zeit. Also jetzt nur irgendwie das Wochenende. Das könnten wir noch nutzen. Ah, okay. Ich weiß nicht, ob es morgen auch noch existiert, aber morgen ist ja eigentlich erst Halloween. Vielleicht ergibt sich ja da noch was. Kein Problem. Ja, bei diesen Glows muss man immer darauf achten, dass es am Ende nicht so cheesy aussieht. Das kann man schnell overusen. Cool, als was hast du dich denn auf die Halloween-Party verkleidet? Das wird jetzt für Twitter ein Werbebanner. Weil wir ab nächster Woche Koop-Action spielen mit Gears of War. Und das wird dann immer bei Twitter, sobald es den Link gibt, wann der Stream startet. Der erste Part wird am Mittwoch um 18 Uhr starten. Und die Zeiten hier kann man dann natürlich austauschen. Wenn wir zum Beispiel dann am Donnerstag spielen oder am Wochenende oder erst eine Woche drauf. Steht das dann immer hier in dem Banner drin? Auf Twitter ist der dann zu sehen. Wie vor Vendetta? Ah, cool, den Film kenne ich. Dann kann man ja heutzutage auch sagen, dass das von Anonymous die Maske ist. Und es gibt so eine Serie, die heißt Mr. Robot. Da haben sie auch so, es geht um Hacker und die haben auch so Masken auf. Angelehnt an die V for Vendetta Masken. Ist eine ganz coole Serie. Es gibt schon 2 Staffeln. Und ich konnte mal die Schauspieler davon treffen, also den Rami Malek und den Christian Slater, das sind ja die beiden Hauptfiguren. Und der Regisseur war auch dabei und das war echt cool, weil die durfte ich dann interviewen und ein paar Fragen zu der Serie stellen.
Und das war da kam die Staffel ganz neu in Deutschland raus und ich war halt auf der Deutschlandpremiere. Und da habe ich dann ein Interview mit denen gemacht und festgestellt, dass die ganz cool drauf sind. Sie wollten noch nicht so viel verraten zur zweiten Staffel, was aber auch gut so ist, weil dann kann man halt jede Folge für sich so erleben, ohne große Spoiler. Und im Anschluss hat man dann nochmal die Pilotfolge mit denen in einem Kino angeschaut. Das wird ja hässlich, das muss ich nicht mehr machen. Ja, ich habe schon ganz früh angefangen mit Grafikdesign. Also als Kind zeichnet natürlich jeder und das hat sich dann einfach so ergeben, dass ich immer weiterhin mich dafür interessiert habe. Für alle Techniken, Buntstifte, Wachsmalkreide, Spraydosen. Gibt es ja hunderte verschiedene Techniken. Und irgendwann habe ich dann nach der Schule beschlossen, ich muss das auf jeden Fall weitermachen, weil mir nichts anderes Spaß macht und das ist genau mein Ding. Und da habe ich dann Film studiert, was aber so ein Dualstudium war, weil es nämlich noch mit Grafikdesign auch viel, sehr viel zu tun hatte. Und da habe ich mich dann irgendwann darauf spezialisiert, dass ich halt nicht so viel Kamera mache, sondern eher halt so alles in Photoshop und Illustrator. Und dann heißt es einfach üben, üben, üben. Je mehr man davon macht, desto besser wird man halt dann auch irgendwann. Das ist ein langer Weg bis dahin. Ich habe halt in München studiert und das Ganze hieß dann Digital Film and Animation. Also Digital Film sagt ja schon, dass es nicht nur mit Kamera zu tun hat, sondern eben auch sehr viel so mit den Programmen After Effects, Photoshop, Illustrator. Und dort konnte man sich halt dann entscheiden, wie man sich selber orientieren möchte.
Ich glaube, jetzt wird es mal Zeit für Mittagessen. Ich weiß ja nicht, ob ihr schon gegessen habt, aber ich krieg gerade richtig Hunger. Und werde dann mal hier pausieren. Und später geht es dann bestimmt wieder weiter. Also danke schon mal, dass ihr zugeschaut habt. Und bis bald.